Just commit and end. What's so funny about that? Oh, sag mal, kleiner Driven Man. Einen brokenen Champ abusen und dann salzig sein, wenn man mal von der fetten Präsenz ausbläht wird. Ach, trockne deine Tränen, kleiner Raven Man. Trockne deine Tränen. Ich hab ja deine LP gleich. Na, lass dir das doch nicht so den Tag versauen. Was ist denn nur los? Who's that Pokémon? No way for you! Moin Leute, vergisst nicht den Uncut-Kanal. Dort kommen täglich die besten Games aus dem Stream direkt am nächsten Tag. Ja, Leute, ich habe jetzt mal eine Frage für euch da draußen. Kann Aspirin schlecht werden? Auf meinem Aspirin steht drauf, verwendbar bis 2022. Ist das dann, kann man das dann nehmen oder ist das schlecht? Überzogene Tablette. Acetylsäure. Aspirin 500 mg überzogene Tabletten. Da steht nicht mehr drauf auf der Verpackung. Wie nimmt man die ein? Ich nehme nie mehr Medikamente. Ist das eine zum Schlucken oder was? But I don't know the name. But I know oder löst man die im Wasser this is the auf? Tail from the red buff. Anal einführen. Du kriegst jetzt von mir ein Permaband, Kollege. Wie läuft die Challenge so? Also ich würde sagen, sie läuft besser als erwartet, aber ich bin sehr hardstuck gerade. Würde ich sagen. Besser als erwartet, aber sehr hardstuck. Was machen wir jetzt? Ragas hier? Oder Gangplay oder Jace? Ich meine, der beste Pick wäre natürlich Jace, aber traue ich mich, Jace zu spielen? Ich glaube, wir gehen Ragas einfach. Ein bisschen Angst vor Karthus immer. Aber die haben Midlane Ezreal, die Gegner. Wobei wir haben halt Karma und der ist das anscheinend Autofilled. Wird zur Mid-Season auch Ranked resettet? Wird's, ja. Da gibt's einen Soft-Reset. Das heißt, ab Mitte Juli muss man von vorne climben. Genau. Schon mal Riven gespielt auf jeden Fall. Ne? Ja, schnell diven, bevor sie die Wave Level 3 kriegt. Sie braucht noch einen Minion für Level 3 zu dem Zeitpunkt, nach den Minions, die sie im Early verloren hat. Das heißt, wir haben nur diesen einen einzigen Moment, um sie zu killen. Also, sobald sie Level 3 ist, hat sie Zugang zu ihrem Schild und überlebt das da. Das hier, ihr könnt auch immer auf Träne gehen. Das ist, ich weiß aber noch nicht, was ich auf Gragas wirklich spielen möchte. Immer das Barrel direkt ploppen. Oh, jetzt geht das Kopfweh langsam weg. Wie funktioniert eigentlich Aspirin? Warum ist denn das so gut? Das ist echt so ein richtiges Wundermittel, ne? Wie man Kopfweh hat. Die nächste noch hier. Das sieht sehr, sehr rough aus. Wir können jetzt auch versuchen, sie zu Proxy-Farmen von ihrem Turret weg. Das werden wir auch probieren. Wir haben ein Riesen-Lead, aber die Wave kommt. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall versuchen, den Guard zu spielen. Direkt reinpotten und hinter den Turret laufen. Hier ein Ward haben. Ich hätte auch hier warden können. Und jetzt warten wir hier. Du kommst nicht zum Turret. Du kommst nicht vorbei! Flamme von U! Irgendwas! Nein! Schade. Ich habe Flamme von irgendwas beschworen. Also, ne, Gandalf wäre Scholz. Also geht man da back. Die Wave pusht praktisch zu dir. Deswegen kannst du da for free back gehen. Weil die Wave pusht zu dir. Das ist ein Slow Push. Und jetzt hast du mehr Stärke in Items. Und das bedeutet, dass du jetzt praktisch die Wave kontrollieren kannst und sie nicht reinpushen darf. Ja, wir wollen aber jetzt nicht zu viele Spells machen, sondern wir wollen da immer ein bisschen aufpassen, ja? Jetzt können wir hier wieder abfreezen. Seht ihr? Jetzt haben wir ja praktisch, wir waren stärker, so jetzt können wir hier noch hinterhergehen, richtig nervig sein. Jetzt fangen wir an zu pushen. Hinein sie nochmal und jetzt, ne, jetzt können wir praktisch für einen Dive spielen als nächstes.
Sie lassen sie leider base. Ich hätte das Barrel nochmal auf sie werfen müssen. Jetzt können wir wieder den nächsten, das nächste Mal versuchen, sie aufzuhalten. Dass sie nicht zur Wave kommt. Das heißt, wir machen nur einen Hit hier drauf. Und wir die Platte bekommen. Ping für Hilfe. Und dann spüren wir der Guard. Und sie ist wieder tot. Und die Blätter haben wir auch noch gekriegt, ja. Sehr gut. Jetzt pushen wir hier nochmal drauf. Proxy noch die nächste Wave. Ja, Toplane ist eine sehr... Also Toplane snowballt auf eine sehr unfaire Art und Weise, die Lane. Das ist tatsächlich sehr anti-fun, wie Toplane snowballt. Wenn ihr praktisch die andere Seite seid. Aber das ist auch eine riesige Skill-Komponente, halt das richtig auszuspielen als Toplaner. Und das macht auch sehr Spaß, rewarded zu werden für gute Lane-States, für gute Entscheidungen auf der Lane. Und das hast du auf keiner Lane, hast du das so sehr wie auf der Toplane praktisch, dass du da rewarded wirst für. Bisschen zu spät da auf der Kombo. Wir haben sie wieder jetzt vom Farm abgehalten. Ich muss wieder basen. Wir nehmen wieder die Wave. Die Nine wieder die Wave. Oh nein. Das böse Outfit von ihr. Das ist wahrscheinlich mein Tod, ne? Ich bin einfach so salzig. Boah, das E von ihr. Der Dodge auf mein E. Oh mein Gott. Wenn Greed und Dummheit zusammenkommen, das passiert genau das, was ihr gerade gesehen habt. Greed und Dummheit. Damn. Jetzt verliere ich zwei Platten oben und völlig zurecht verliere ich zwei Platten oben. Stark von Spiral Knight gespielt her, ja, sehr stark. Hätte er hinter sie auch porten können, ne? Oder halt den. Und wir kriegen den Turret, let's go. Ich versuche zu baitflashen, sonst wäre er fein gewesen. Weil wenn er nicht baitflasht, überlebt er einfach. Okay, cool, danke dir. Passen wir den Kardus gleich. So Cooldowns halten. Sehr schön. Will ich hier Shadow Flame vielleicht? Oder Sonias? Oh Gott, was habe ich getan? Was habe ich nur getan? Nice, well played. Achtet auf Ezreal aus der Mitte. Ich meine, tatsächlich ist Hourglass ist wahrscheinlich schon am besten hier, ne? Aber dann haben wir Double-Click-Item. Aber ich glaube, das ist schon am stärksten. Dann können wir jetzt als nächstes Rabadons gehen. Hourglass. Ja, macht euch nur über meine Aussprache lustig, ne? Macht euch nur über meine Aussprache lustig. Hab ich wieder gern sowas. Nur weil ihr kein so cleanes Englisch sprecht wie ich. Alter, war das gut. Habt ihr gesehen, wie ich auf die Bombe draufgelaufen bin? Ich bin praktisch auf die Bomben draufgelaufen, damit sie auf mich triggern und einen Stun auslösen. Ach, keiner nice, ey.
Bomber. So. Ich würde sagen, scheißen, gehen wir jetzt runter erstmal halten? Ja, ne? Okay. Aber eine Schabe. Habt ihr die auch gesehen? Da war doch gerade eine Schabe auf meinem Stream, oder nicht? Immer diese Ungeziefer, ey. So ein fetter Brummer war das. Okay. Keine Kills nehmen. Eine Kills immer der Kaiser lassen, wenn wir können. Oder halt dem Support-Zilian. Ist auch sehr, sehr gut. Oh, jetzt habe ich Schluck auf als nächstes. Sag mal, was sind denn das hier für gesundheitliche Beschwerden die ganze Zeit? Boah! Ja. Hier irgendwo sollte. Ich rieche hier was. Bang. Insane Game bis jetzt, ne? Holy shit, ist das clean. Alter, ist das clean. Holy shit, Mann. Wenn das gewinnen, hätten wir plus 3 auf Top-Lane. Da wäre Mission Accomplished, wäre dann. Dann würden wir in der nächsten Rolle weitermachen. Das wäre schon sehr, sehr cool, wenn wir die plus 3 hier cashen könnten. Na, dann sind wir bei 600. Riven. Ist es probieren gegen den Fetzo? Komm, ich geb dir auch mein E. Du kannst ohne mein E gegen mich fighten. Jetzt du. Läufst ja weg. Zurück. Das ist aber Schluss mit lustig, da. Ey, du hast mich gleich. Wirklich gleich, ne? Ich werde so outplayed, ne? Ich werde so outplayed, aber er ist halt einfach so nutzlos. Er ist so nutzlos. Der hast du so gut gespielt, Spiral Knight. Wow. Gott, ist er nutzlos. Just commit and end. What's so funny about that? Oh, sag mal, kleiner Driven Man. Einen brokenen Champ abusen und dann salzig sein, wenn man mal von der fetten Präsenz outplayed wird. Ach, trockne deine Tränen, kleiner Raven Man. Trockne deine Tränen. Ich hab ja deine LP gleich. Dann lass dir das doch nicht so den Tag versauen. Was ist denn nur los? Okay. Oh shit. Wow. Ich hatte noch Sonjas, aber ich muss das Q dodgen und darf erst dann Sonjas. Hm? Die hat gerade einen Quadra-Kill gekriegt und sie können vielleicht nashen. Und sie kriegen Top-Tier 2. Wait, das ist huge. Huge für die Gegner. Okay, never mind. Ich trockne meine Tränen gleich, wenn das so weitergeht, ja. Schauen wir mal den guten klassischen Focus-Call. Diesmal habe ich nicht getrollt, ne? Ich hab das ernst gespielt. Nice, sehr gut. Und jetzt hier den Drakefeld haben wir sehr, sehr huge. Dann direkt aus der Base TP'n und hinfieseln.
Bam, 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 bam. Die Präsentation. Sehr, sehr schön. Ja, ich kann ja einfach sterben, ich muss noch nicht Sonjas zünden. Ich hab echt viel verloren. GG wird vielleicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wie können wir das verlieren? Hä? Alter, Kratos ist echt nicht balanced, oder? Zurzeit. Der hat einfach alleine das Game gewonnen, der Kratos. Mist, jetzt sind wir 2-1. Das tut echt weh, ey. Das tut echt verdammt weh. Ich meine, die Karma hat die ganze Zeit gesplittet und der Heker, nehme ich an. Ach Mann, ey, wir waren so gut dabei. Ah, wir waren so gut dabei. Das hätte die 650 LP sein können, ne? Das hätte so ein guter Tag sein können. Ich verstehe einfach nicht, wie wir das verlieren konnten. Wir waren so unendlich weit ahead, aber der Kratos hat einfach crazy, ja. Das ist echt crazy, muss ich sagen. Dass wir das verlieren. Egal, trotzdem ein Plus gemacht.